Keep the Faith, das schreibt Morgan Stanley im Jahresausblick für 2021. Das klingt ja zunächst sehr positiv, aber was es im Einzelnen am Positivum bedeutet, das besprechen wir mit Nicola Tietze von Morgan Stanley. Schönen guten Tag, Herr Tietze. Hallo Frau Erhardt, grüße Sie. Ja, wir haben 2020 ein turbulentes Aktienjahr, wann aber Morgan Stanley so positiv schreibt, Keep the Faith, klingt das ja recht vielversprechend. Was kann man denn von 2021 erwarten? Ja, in der Tat. Unsere Analysten von Morgan Stanley sind auch recht positiv für das nächste Aktienjahr. Warum? Wir glauben, dass die Pandemie nächstes Jahr in den Griff zu bekommen ist und somit auch die Unsicherheit verfliegt. Einhergehend rechnen wir mit einem Wirtschaftswachstum nächstes Jahr von 6,4%, nachdem das Wirtschaftswachstum, beziehungsweise Wachstum muss man sagen, die Wirtschaftsleistung negativ war in diesem Jahr von 3,5%. Und wir rechnen sogar auch mit einem weiteren Wachstum dann in 2022 von 4,4% und einhergehend damit, dass die Unternehmensgewinne nächstes Jahr um 25-30% steigen können weltweit. Wir haben ja 2020 gesehen, als die Unternehmensgewinne wieder anzogen, als die Konjunkturerholung kam, zumindest in kleinen Schritten, ging es an den Aktienmärkten deutlich rauf. Was kann man denn für 2021 an den Börsen erwarten? Also erstmal können wir noch einen recht harten bzw. unsicheren Winter erwarten, auch mit steigender Volatilität eventuell aufgrund der Lockdown-Maßnahmen hier in Europa. Aber nächstes Jahr rechnen unsere Analysten damit, dass geldpolitisch sozusagen das Wirtschaftswachstum unterstützt wird. Wir haben hier Investitionsnachholbedarf, wir haben erhöhte Ersparnisse. Dies sollte alles zu einem robusten Wirtschaftswachstum führen. Was heißt das dann so in Zahlen an den Aktienmärkten? Ja. Wir haben jetzt mal hier den S&P zum Vergleich, wo man einen schönen Anstieg seit März natürlich sehen und neue Allzeithochs gerade zum Jahresende. Ja, neue Allzeithoch ungefähr bei 3.600 im S&P. Wir rechnen Ende des nächsten Jahres mit einem S&P von 3.900 Punkten, rechnen damit, dass der US-Dollar etwas schwächer zum Euro wird, hier auch im vierten Quartal mit einem Kurs ungefähr von 1,25. Und in Europa rechnen wir mit einem mit Aktienindizes, die auch ungefähr so um 10% steigen können. Nun war 2020 das Jahr der Technologiewerte, der Stay-at-Home-Aktien. Wie verändert sich das gegebenenfalls? Welche Branchen, Sektoren sind die Favoriten von Morgan Stanley 2021? Ja, Sie haben das schon angesprochen. Die Wachstumswerte sind in diesem Jahr ja förmlich durch die Decke gegangen, wenn man sich den Nasdaq anschaut. Hier natürlich die Work-from-Home-Unternehmen sehr, sehr stark. Aufgrund des höheren Wirtschaftswachstums in den nächsten Jahren sehen unsere Analysten aber die Zinsen langfristig steigen und das ist eher negativ für die Wachstumswerte. Hier setzt Morgan Stanley eigentlich eher auf die Zyklika, also Transport, Mining, Media, aber auch der Banken- oder Dienstleistungs- und Versicherungssektor sind hier eher unsere Favoriten. Wie sollten sich Anleger da jetzt positionieren? Ja, das kommt drauf an. Ja, also wir rechnen zwar mit einem steigenden Aktienmarkt, aber natürlich nicht an einem Stück. Und von daher könnten Anleger zumindest jetzt versuchen, erst einmal vielleicht einen Fuß in den Markt zu bekommen, wenn sie noch nicht investiert sind. Das kann man natürlich hervorragend mit Open-End-Knockout-Produkten machen, wo ich sozusagen 1:1 mit dem Markt mit partizipiere, also mitlaufe, aber hier nicht das ganze Geld investiere. Und sollte es nochmal zurückkommen, dann kann ich nochmal kräftiger in den Markt einsteigen, wenn man an unsere Analysen glaubt. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch immer erwähnen, dieses Jahr hat es gezeigt, dass natürlich Prognosen jetzt stichtagsbezogen sind und sich das sowas natürlich alles nochmal ändern kann. Also Sie erwähnten Knockout-Produkte, wo sind da gerade die Risiken? Ja, die Risiken sind natürlich da und zwar partizipiere ich ab einem gewissen Basispreis 1:1 mit. Sollte die Aktie oder der Index zum Beispiel, also der Basiswert, unter diesen Basispreis fallen, dann verfällt dieses Produkt wertlos. Was gäbe es als Alternative zu Knockout-Produkten? Ja, ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel das Diskontzertifikat. Bei einem Diskontzertifikat partizipiere ich nur bis zu einem gewissen Höchstbetrag, auch Cap genannt. Und dafür bekomme ich aber die Aktie oder den Basiswert mit einem Rabatt. Und der kann hier recht ordentlich sein, je nachdem, wie die Volatilität steht. Denn normalerweise ist es so, bei einer höheren Volatilität im Basiswert ist der Rabatt auch am höchsten. Okay, Nicola Tietze, vielen Dank. Gerne.
6,4% globales Wirtschaftswachstum erwartet die Investmentbank Morgan Stanley für 2021. Damit einhergehen steigende Unternehmensgewinne von 25-30%. Und das wird sich nach Einschätzung der Experten von Morgan Stanley auch am Aktienmarkt niederschlagen. 3.900 lautet die Projektion für den S&P 500 für das Ende 2021. Das wäre von Stand heute ein Plus von ungefähr 10%. Ein Dollar, der sich abschwächt, trägt dazu bei, aber auch in Europa werden Aktienmärkte weiter steigen. Und die Favoriten sind eher, so sagte Nicolai Tietze, Value-Aktien, aber auch Banken und Versicherer. Eben die Titel, die bisher im 2020 nicht zu den Top-Favoriten gehört hatten.